Hallöche, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einer neuen Bücherwoche, in der ich drei Bücher gelesen habe, beziehungsweise bei einem Bildband vielleicht auch mehr geschaut habe als gelesen, wobei auch hier doch ein bisschen Text an Informationen mit dabei waren. Ja, es war so eine Woche, die tatsächlich auch wieder so Höhen und Tiefen hatte. Und ich glaube, das ist irgendwie, ja, wir ändern es nicht mehr, auch wenn es jetzt die erste Novemberwoche war und ich ja doch die Hoffnung habe, dass sich hier doch das ein oder andere Highlight auf mich wartet und ja, hoffen wir einfach gemeinsam das Beste. Serientechnisch habe ich nichts geschaut, es hat allerdings Seven vs. Wild hier bei Fritz Meinecke wieder begonnen auf YouTube, da habe ich die erste Folge geguckt und ich muss sagen, ich finde das schon richtig cool. Also was da wirklich ein paar YouTuber aufziehen, was definitiv spannender ist als so manches, was im Fernsehen läuft, ist ja wirklich verrückt. Ja, drei Bücher. Ich packe euch die Bücher unten in die Infobox, auch mit den Links dazu. Solltet ihr da vielleicht euch auch irgendwie umschauen wollen, immer sehr gerne. Und natürlich auch die Zeitstempel. Solltet ihr zu einem Buch vielleicht direkt skippen wollen und aber erstmal so ein bisschen der Reihe nach. Das erste Buch der Woche war Am Ende sterben wir sowieso von Adam Silvera. War eine Buchempfehlung vom lieben Roman. Auch seinen Instagram-Account packe ich unten in die Infobox. Er hat so geschwärmt und meinte dann, Steffi, das ist, wird auch ein Highlight für dich sein. Es hat nicht ganz dazu gereicht, aber dazu später mehr. Dann habe ich tatsächlich ein Buch bei Prozentangabe 83 abgebrochen. Nämlich When the Night Falls von Carina Schnell. Das ist der zweite Teil der Sommer in Kanada-Reihe. Und was mich dazu bewegt hat, auf Prozentangabe 82, 83 abzubrechen, ja, das passiert manchmal. Dann kam die Rettung, mein Highlight der Woche. Der Mission Erde Bildband von Robert Mark Lehmann. Mehr als nur ein Bildband. Ist bei mir eingezogen, wurde direkt gelesen und angeschaut. Und ja, dazu werde ich auf jeden Fall ein bisschen später was erzählen. Ich habe bei dem Buch auch den Link zum Shop von Robert Mark Lehmann verlinkt und nicht irgendwie Thalia oder Amazon, denn am besten ja, kauft ihr es direkt bei ihm im Shop, beziehungsweise ja, aber in seinem Shop, sagen wir mal so. Ja, wir beginnen aber nun mit dem ersten Buch. Am Ende sterben wir sowieso von Adam Silvera. Habe ich bei dem lieben Roman entdeckt und ja, war dann doch ein bisschen neugierig, wenn das für ihn so ein Highlight ist. Unsere Geschmäcker sind an vielen Stellen sehr ähnlich, nicht überall, aber an vielen Stellen. Ich dachte, das riecht nach einem Highlight. Es ist ein Prequel, jetzt Ende Oktober, glaube ich, herausgekommen. Und dadurch bin ich auch noch mal ein bisschen mehr auf dieses Buch aufmerksam geworden. Wir treffen in dieser Welt auf einen Service, und zwar die Todesboten. Und die rufen einen ja, an und sagen einem, dass man in den nächsten 24 Stunden sterben wird. Sie sagen nicht wann oder wie oder was passiert, sondern nur, dass das jetzt der letzte Tag ist, den man sozusagen hat. Und das ist natürlich schon eine Thematik, die ich sehr spannend fand. Und schon auch sehr gruselig. Und man natürlich da schon drüber nachdenkt, ob man das wissen möchte, ob man vorangekündigt sterben möchte oder doch lieber überraschend. Aber dazu kommen wir später. Wir treffen auf den 18-jährigen Matteo, der den Anruf erhält und der wirft ihn auch doch recht sehr aus der Bahn. Er hat einen Großteil seines Lebens mit Ängsten zu tun gehabt und hat daher auch seine Wohnung nur sehr selten verlassen, will aber nun diesen letzten Tag nutzen. Über die letzte Freunde-Forumsseite trifft er auf Rufus, den wir auch begleiten. Er ist 17 Jahre jung und lebt bei einer Pflegefamilie, weil seine Eltern und seine Schwester auch schon gestorben sind. Und kurz zuvor hat ihn seine Freundin verlassen. Das hat ihn auch so ein bisschen aus der Lebensbahn geworfen. Und er steckt doch recht in recht großen Problemen, als dann auch gerade der Anruf erfolgt. Und beide treffen sich nun eben als letzte beste Freunde und wollen aus dem Tag etwas machen. Und wir begleiten beide innerhalb dieses Tages zusätzlich zu Nebencharakteren, die eben irgendwas mit den beiden auch zu tun haben. Es ist ein sehr, sehr besonderes Jugendbuch. Das möchte ich tatsächlich sagen, denn es ist ein wichtiges Thema im Sinne von, man muss die Zeit nutzen, wenn man sie hat. Man lebt nur einmal, man sollte nichts auf morgen verschieben, man sollte schöne Dinge erleben, wenn sie sich ergeben und nicht sagen, das mache ich nächstes Jahr, in 2 Jahren, in 5 Jahren. Oder keine Ahnung wann. Also ich bin ja auch jemand, der durchaus so Träume hat, die ein bisschen weiter in der Zukunft liegen.
Aber es doch bei dem einen oder anderen Traum, auch ein Traum, den ich mir nächstes Jahr erfüllen werde, es so ist, dass er jetzt anders sein wird, als ich ihn ursprünglich geträumt habe, weil zum Beispiel meine Mama letztes Jahr ja gestorben ist und sie jetzt nicht Teil meiner Traumumsetzung wird. Und das sind so Dinge, die einem natürlich, ich meine, der Tod ist was sehr Endgültiges, zumindest meinen wir das. Wir wissen nicht, ob wir danach wiederkommen oder nicht. Es hat uns noch keiner so hundertprozentig verraten. Und wir müssen das Leben eigentlich so nutzen und genießen, wie es ist. Man vergisst das sehr gerne über den Alltagsstress, man regt sich über Kleinigkeiten auf und so weiter. Man vergisst manchmal, was wirklich wichtig ist. Und dass man manchmal eben auf dem Spaziergang mit dem Hund oder der Kuscheleinheit mit der Katze nicht irgendwie an noch zu zahlende Rechnungen oder was auch immer denken sollte, sondern einfach in diesem Moment sein soll. Ich gucke so nach unten, weil da gerade mein Hund ganz kuschelig nach oben schaut und denkt, was labert die schon wieder? Und spricht auch noch von mir, na mein Schöner. Und das zeigt uns im Grunde ein wenig dieses Buch. Was würde man machen, hätte man noch 24 Stunden? Erlebt man jetzt noch Großes wie Bungee-Jumping? Lässt man sich tätowieren? Wen trifft man? Wen ruft man an? Von wem verabschiedet sich? Bleibt man alleine? Wie verbringt man diesen Tag? Und ich glaube, darauf hat jeder von uns eine andere Antwort, wie vielleicht dieser Tag für ihn sein soll. Die Frage, die natürlich auch diese Geschichte aufwirft, was nehmen wir daraus mit? Also wenn wir wüssten, es ist nur noch dieser Tag und warum leben wir eigentlich nicht jeden Tag so wie diesen einen letzten Tag? Und es ist tatsächlich schon eine sehr spannende Ausgangslage. Man möchte natürlich wissen, was die beiden erleben, wie sie es erleben, was sie verbindet. Ich stelle mir halt immer nur die Frage, möchte ich das wissen? Und ich für mich selbst komme, glaube ich, darauf hin, dass ich das nicht wissen möchte. Ich wüsste es aber gerne von anderen, um eben gegebenenfalls Abschied zu nehmen. Aber vielleicht auch nicht. Ja, ich glaube, da gibt es sehr viel Pro und Contra und ob man am Ende auf eine Antwort kommt. Und theoretisch ist es aktuell sowieso egal, weil wir bekommen diesen Anruf nicht. Aber was würde man da irgendwie machen? Ich habe einige Tränen vergossen. Das Buch ist sprachlich sehr leicht geschrieben, sehr verständlich, sehr modern. Es sind kurze Perspektiven, es sind viele Perspektiven, aber man bekommt die alle zusammen. Mir hat der Schreibstil tatsächlich sehr gut gefallen, weil er eben so flüssig war, die unterschiedlichen Perspektiven gezeigt hat, die nicht sehr abweichend voneinander waren, aber darüber sehe ich bei einem Jugendbuch durchaus auch mal hinweg. Was auch sehr gut geholfen hat, ist die Uhrzeitangabe, die wir eben immer über dem Kapitel haben. Also wir wissen immer, wer wir sind und wann wir an diesem Tag sind. Und das hat mir tatsächlich geholfen, fand ich ein gutes Gimmick, eine gute Info, dass uns das gezeigt wurde. Es war ein sehr emotionaler Stil. Also das bringt das Thema Trauer, Tod natürlich sowieso so ein bisschen mit sich mit. Ich bin sowieso eine sehr heulsusige Leserin oder auch Filmeschauerin. Es war schon sehr emotional geschrieben, obwohl es an mancher Stelle schon sehr kühl war und man auch einen gewissen Abstand hat. Aber bei mir hat es sehr viele Schleusen geöffnet, ohne dass eigentlich viel passiert ist. Und das war tatsächlich was, was nur sehr wenige Bücher geschafft haben. Und man hat natürlich immer diesen Gedanken, hier ist ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger und wie traurig und schade das eigentlich ist und dass die noch so jung ist und ihr ganzes Leben vor sich haben und so weiter. Und wir haben hier eine sehr besondere Freundschaft, die mir gut gefallen hat. Sie erleben eben auch besondere Dinge, die richtig schön dargestellt sind, aber mir war das manchmal zu schnell. Jetzt kann man natürlich sagen, sie haben ja nicht viel Zeit, die Eile muss irgendwie sein, denn es kommt nach diesem Tag ja nichts mehr. Aber mir ging, also natürlich offenbare ich mich wahrscheinlich einem Menschen, mit dem ich weiß, wir haben beide den letzten Tag, dann sind mir Geheimnisse egal, die tiefsten Untiefen breitet man voneinander aus, das glaube ich tatsächlich, weil man hat ja nichts mehr zu verlieren und der andere kann es am Ende ja auch keinem mehr erzählen, weil morgen ist es sowieso egal. Aber es ging mir an mancher Stelle doch zu schnell, wie sich Gefühle da aufgebaut haben und ich mir so dachte, also selbst in Anbetracht dessen, wenn wir nur 23 Stunden haben, weiß ich nicht, ob ich da so alles über Bord werfe und ich wirklich ein ganz anderer Mensch werde. Aber jetzt bin ich natürlich auch 20 Jahre älter als die beiden Protagonisten. Vielleicht war ich in meiner Jugend auch so und erinnere mich nicht mehr dran. Ich fand es wirklich ein großartiges Jugendbuch mit einem wichtigen Thema. Für mich kam es aber von den Gefühlen und was ich mitnehme, nicht an das Schicksal ist ein mieser Verräter heran. Und ja, diesen Vergleich musste sich dieses Buch jetzt von mir tatsächlich so ein bisschen gefallen lassen, denn die Thematiken mit Jugendlichen und Sterben und Freundschaften, das ist natürlich in beiden Büchern sehr präsent. Und
Das hat mir hat in Das Schicksal des Amisa-Verräter definitiv einiges besser gefallen. Es war natürlich anders. Die beiden hatten auch viel mehr Zeit als jetzt hier, dass wir komprimiert auf den 24 Stunden sind. Aber was so die Emotionalität angeht, das hat John Green definitiv ein bisschen feiner, nuanciger gemacht, wie ich finde. Aber es ist eine absolute Empfehlung. Ich finde, dass jeder, der mit so einem Thema Trauer umgehen kann, dass das wirklich ein Buch ist, was einen so nachdenken lässt, zum Mitreißen ist, was auch zum Austausch sich gut eignet, damit man eben einfach darüber spricht. Möchte man es wissen? Wer möchte es wissen? Mit wem möchte man vielleicht drüber sprechen? Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein sehr tiefgründiges Thema, wie man vielleicht diesen letzten Tag verbringen würde. Also ja, finde ich zumindest definitiv. Und ihr könnt mir ja gern auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das vielleicht so ein bisschen sehen würdet oder was ihr an eurem letzten Tag machen würdet. Ja, nach diesem Fast-Highlight kommen wir zu When the Night Falls, der zweite Teil der Sommer in Kanada-Reihe von Carina Schnell. Ein Hörbuch, das ich nach 83% abgebrochen habe. Ich mochte den ersten Band sehr, sehr gerne. Man kann die Geschichten auch mehr oder weniger unabhängig voneinander lesen, wobei man sich, glaube ich, schon innerhalb der Geschichten immer mal wieder so spoilern würde, denn man erlebt sehr viel Ähnliches in diesem Freundeskreis. Und da wird natürlich durchaus auch mal irgendwas vom ersten Teil jetzt in diesem Beispiel vorgenommen oder weggenommen, weil wahrscheinlich Carina Schnell als Autorin dachte, ja, den ersten Teil haben ja alle gelesen. Wir haben hier im Grunde immer diese Clique. Im ersten Teil kommt jemand von außerhalb dazu, im dritten Teil bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, aber wir sind jetzt hier im zweiten Teil. Der dritte Band kommt bereits auch schon im Dezember und Sprecherin habe ich vergessen. War aber auf jeden Fall okay. Ach, meine Güte, habe ich mir nicht aufgeschrieben, habe ich nicht dran gedacht. Aber die Sprecherin hat auch schon, soweit ich mich erinnern kann, den ersten Teil gesprochen. Und ja, wir sind hier in St. Andrews unterwegs. Das ist im Südosten von Kanada. Und dort treffen wir auf Will, der nach der Schule das Tourismusgeschäft seiner Familie übernehmen möchte. Zusammen mit seiner Jugendliebe, die er auch heiraten möchte, lebt er im Grunde hier gerade zu seinem Abschlussjahr. Wir sind bei der Abschlussfeier dabei und wie er dann auch Liv den Heiratsantrag macht, doch diese lehnt ab, weil sie will erst im Grunde die Welt bereisen, sie möchte in die Ferne, sie möchte sich selbst finden und sie ist noch nicht bereit in ihren jungen Jahren für immer und ewig. Wir machen einen Zeitsprung von 4 Jahren, treffen dort dann eben auch auf Will und wie er sich von dieser Beziehung oder dem Beziehungsende erholt hat. Er erzählt, was er alles so durchgemacht hat. Und dann taucht eben Liv wieder auf, die er ja eigentlich mal heiraten wollte. Und die trifft natürlich auch auf die alte Clique. Und wir haben eben auch diesen Perspektivwechsel. Es sind im Übrigen auch 2 Sprecher. Jemand für Will und jemand für Liv. Und wir erleben jetzt eben auch Liv, was ihre Motivationen waren, ihre Gedanken zum Weggang, aber jetzt auch zum Wiederkommen. Und wie sie jetzt eben sich auch innerhalb der neuen Clique so fühlt. Beide haben aber noch Gefühle füreinander, das erzählen sie uns auch gefühlt durchgängig, obwohl sowohl Will so ein paar neue Bekanntschaften hatte, als auch Liv, die sogar ihren neuen Partner, er war aus Schweden, mitgebracht hat und aber trotzdem immer nur jeweils an ihren Ex-Partner denken. Und jetzt stehen sie nicht nur vor diesen Gefühlen als Herausforderung, sondern es gibt eben halt auch innerhalb der einzelnen Leben noch so die ein oder andere Herausforderung. Ich bin grundsätzlich kein großer Freund von aufwärmenden Beziehungen, weder in meinem Leben noch in anderen Büchern und finde das tatsächlich, oder, also nicht in meinem Leben oder in Büchern, so muss ich sagen, ich finde das immer sehr anstrengend und nicht, dass ich das in meinem Leben nicht auch schon mal probiert hätte, aber ach, das finde ich tatsächlich immer so ein bisschen zu lesen noch anstrengender als sozusagen im eigenen Leben. Es sind ja diese klassischen Second Chances, Liebesgeschichten. Und ja, es war hier schon sehr anstrengend, den beiden beim Denken zuzuhören. Es hat sich das ganze Leben gefühlt nur um diesen anderen gedreht, um diese 4 Jahre und um diese Trennung und was davor war und dann wieder der andere. Und ich denke immer an sie und an ihn und dann prickelt es, aber eigentlich darf es nicht. Und ich fand das sehr, sehr, sehr anstrengend. Der Stil von Carina Schnell ist flüssig, er ist modern. Ich finde, es hatte gute Dialoge und man kann der Geschichte wirklich gut folgen. Ich fand aber die Charaktere sehr nervig. Ich habe Will sehr gut verstehen können, dass er da so ein bisschen länger braucht nach dieser Trennung, dass er da auch einfach
Probleme hat. Es wird so eingestreut, dass er hochsensibel wäre. Dann wird erzählt, was die Psychotherapeutin zu ihm sagt und seine Eltern, die wirklich überhaupt keine netten Charaktere sind. Und da hat man so Themen vermischt, wo ich dachte, naja, aber zwischen der Depression und Hochsensibilität und ich verarbeite eine Trennung, da liegen halt auch einfach nochmal Welten und das wird so zusammengeklatscht. Und da dachte ich, naja, das war nicht sehr fein nuanciert. Das fand ich tatsächlich nicht so schön, weil ich mich in keinem der drei Bereiche irgendwo wiedergefunden habe, obwohl ich in allen drei Bereichen irgendwie schon mal unterwegs bin, beziehungsweise, also ich bin hochsensibel. Aber ich so dachte, das kannst du nicht einfach mischen. Und das fand ich tatsächlich nicht sehr schön und nicht sehr clever tatsächlich auch gelöst. Bei Liv hat mich wahnsinnig gestört, dass sie immer darauf gepocht hat, sie ist jetzt eine andere und sie will so gesehen werden, aber sie gibt den Leuten gar nicht die Möglichkeit, sie wieder kennenzulernen. Und ja, 4 Jahre ist eine lange Zeit, gerade wenn man sagt so vom Schulabschluss, 4 Jahre später, das ist wirklich, da liegt eine Welt dazwischen. Und sie gibt aber keinen die Möglichkeit, sie neu kennenzulernen, sondern sie verurteilt eigentlich alle, dass sie ja verurteilt wird. Und ich fand das sehr anstrengend zu hören. Zudem ist es einfach fehlende Kommunikation. Also es gibt nichts Wertvolleres als die Kommunikation, als dass man miteinander spricht, als dass man darüber spricht. Und das hat bei den beiden einfach durchgängig gefehlt, auch bei allen Nebencharakteren. Da werden Probleme aufgemacht, wo ich denke, hallo, frag doch einfach mal, sprech doch miteinander, geh doch einfach hin. Nein, es wird direkt ein Streit vom Zaun gelassen und ich fand das, also anstrengend ist wirklich so ein Wort, ich habe so oft die Augen gerollt und war so oft genervt. Und dann hat mir auch noch Kanada gefehlt. Im ersten Teil haben wir ja St. Andrews richtig kennengelernt. Wir waren viel in den Wäldern, am Strand. Wir waren unterwegs. Wir waren in Pubs und zum Essen und mit der Clique unterwegs. Wir haben Wallwatching gemacht. Und irgendwie hat uns das im zweiten Teil komplett gefehlt. Ganz selten, dass wir mal irgendwie irgendwo waren, irgendwas gesehen haben. Und das hat mir im ersten Teil so gut gefallen und das war hier überhaupt nicht vorhanden. Dann kam es in der Prozentangabe über 80 zu einem Punkt, wo ich echt dachte, ich muss jetzt einfach hier alles schütteln. Mich hat das so genervt und ich möchte jetzt auch gar nicht spoilern, aber ich meine, man kann ja bei einer Liebesgeschichte davon ausgehen, dass es irgendwie ein Happy End gibt. Dann muss es aber natürlich vorher nochmal Probleme geben und nochmal Komplikationen und nochmal wird nicht miteinander gesprochen. Und ich habe mir gedacht, nee, ich habe einfach keine Lust mehr. Mittlerweile war mir dann nämlich auch Will total unsympathisch. Mich hat das alles nur noch genervt. Und ich habe beschlossen, ich lese das oder höre das nicht weiter. Ich habe zusammen mit der lieben Becky gehört. Die hat mir dann auch das Ende erzählt. Das fand ich gleich noch schlimmer. Und also, wie da noch so der Weg war. Und ich war echt, ich habe so oft Augen gerollt. Also nicht, dass einem irgendwie schwindelig wird. Zudem fand ich auch die Sexszenen, oder insbesondere eine, schon sehr speziell, wo ich mir denke, so genau will ich das einfach nicht wissen. Und jetzt bin ich eben auch einfach kein Erotikromanleser. Die liebe Becky hat gesagt, dass sie das nicht so gestört hat, weil sie einfach viel mehr in diesen Liebesgeschichten oder New Adult liest. Da war das wohl noch relativ harmlos. Aber ich will nicht wissen, wo irgendwelche Lippen entlangfahren und was dann alles passiert. Und so viele Gedanken mache ich mir in meinem eigenen Liebesleben nicht. Das interessiert mich auch nicht von anderen. Also ja, also leider nicht zu Ende gelesen, gut über 80%, jetzt hätte ich wahrscheinlich die letzten 2 Stunden oder so auch noch geschafft, aber ich war einfach so genervt und ich hatte keine Lust mehr und ich dachte, nee, es interessiert mich auch überhaupt nicht mehr und sollen die beiden noch machen, was sie wollen. Jetzt ist das ja nur eine fiktive Geschichte, im wahren Leben wäre das was anderes, aber auch da würde ich die Leute einfach mal schütteln, wenn sie in meinem Freundeskreis wären und sagen, sag mal, hakt's eigentlich noch? Also Ich möchte das auch gar nicht verurteilen. Bitte versteht mich nicht falsch. Und jeder trifft natürlich Entscheidungen auch einfach auf Emotionen, auf Gefühlen, auf Erfahrungen. Aber die müssen mir doch als Leser auch gegeben werden. Also ich kritisiere nicht, was die tun, sondern dass mir das so präsentiert wird und jetzt lebt damit. Und das ist tatsächlich eigentlich das, was mich so stört, dass ich das nicht nachvollziehen kann und eher genervt bin als verständnisvoll. Und jetzt kommt gerade hier so die Sonne rein. Ich hoffe, dass wir hier noch durch das Video durchkommen. Also nicht das, was die beiden tun oder wie die handeln, ist das Problem, wobei fehlende Kommunikation ist immer ein Problem. Aber es muss mir doch irgendwie nachvollziehbar erklärt werden und das hat einfach gefehlt. Der dritte Teil kommt im Dezember, also dieses Jahr werde ich ihn nicht mehr lesen oder hören. Ich werde vielleicht auch erstmal so die ersten Stimmen abwarten, die es dazu irgendwie gibt. Mal sehen, ob wir das dann im neuen Jahr irgendwie hören und ja.
Weiter geht es dann aber mit einem Highlight, und zwar Mission Erde, mehr als nur ein Bildband von Robert Mark Lehmann. Ein Buch, das er in seinem Stream vorgestellt hat. Das ist sein zweites Buch. Das erste Buch steht auch hier hinten. War letztes Jahr von mir auch ein Highlight. Ich verfolge das Tun von Robert Mark Lehmann schon, ja, wahrscheinlich jetzt um die 2 Jahre, würde ich jetzt fast vermuten. Oder grob 1,5 Jahre. Ich schaue viele seiner Streams. Ich bin auch Mitglied auf seiner YouTube-Seite. Ich schaue viele seiner Videos. Ich bin auf Instagram irgendwie unterwegs, verfolge ihn da sehr gerne. Das klingt gerade sehr stalkermäßig, aber ja. Ich finde es toll, mit welcher Leidenschaft er Tier- und Umweltschutz angeht. Und ja, ich weiß, dass er mit seiner Art bei einigen Menschen aneckt, dass das viele so als Selbstdarstellung und arrogant und so überheblich. Und ja, das mag durchaus sein. Aber es ist eben auch ein Thema, wo es gefühlt keine Graunuancen gibt. Wir haben keine Zeit, um uns für Graunuancen eigentlich auf dieser Welt Zeit zu nehmen. Es gibt beim Thema Veganismus kein Grau, denn es gibt nur Tod für das Tier und ich habe was zu essen, oder eben ich verzichte darauf und lebe pflanzlich. Natürlich muss das in der Radikalität vielleicht nicht so sein, wie es oft Robert Mark Lehmann darstellt, aber es hat eben eine Konsequenz, ob ich Fleisch esse oder nicht oder Milchprodukte zu mir nehme. Und es muss auch niemand von heute auf morgen perfekt sein. Das verstehe ich noch nicht mal als Graunuance, sondern einfach, dass man sich bewusst damit auseinandersetzt. Und er hat in dem Stream über dieses Buch gesprochen, dass er hier ein Bildband gemacht hat, und er hat hier darauf auch hingewiesen, wie das Buch hergestellt wurde, dass es biologisch abbaubaren Apfelpapier gemacht wurde, dass der Druck klimaneutral ist, das finde ich richtig, richtig toll, und dass man eben auch einen Quadratmeter Wald in Kanada schützt. Nicht Bäume pflanzt, sondern schützt, denn das ist in der Regel sogar effektiver als da, wo Bäume gestorben sind oder abgeholzt wurden, eben neu zu pflanzen. Und ich war erstaunt, dass der Bildband, der wirklich auch, wie ich ihn dann in der Hand hatte, eine wunderbarste Haptik hat. Ich glaube, der Preis lag bei 39,90, richtig knapp 40 Euro. Und ich habe schon Bildbände in Händen gehalten, die waren doppelt so teuer und weniger qualitativ hochwertig. Das muss ich wirklich sagen. Zudem gibt es eine Visitenkarte von dem Shop und eins meiner Lieblingsbilder, die definitiv auch nochmal irgendwann an meiner Wand hängen. Und zwar ist das eins seiner Bilder, die er... Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, wo er das fotografiert hat. Die Welt ist es wert, um sie zu kämpfen. Er hat, glaube ich, jetzt tatsächlich nicht... War er da irgendwo im Dschungel unterwegs? Ich bin mir nicht mehr sicher. Und ich finde diesen Sonnenuntergang wunderschön und werde mir auf jeden Fall schon mal die Postkarte jetzt an die Wand hängen. Aber ich möchte da auf jeden Fall auch noch den Druck. Und dann haben wir hier so ein paar Tiere. Abbildung. Ich finde auch, ich liebe den Geruch von neuen Büchern. Und jetzt ist das ja fast neu. Wir haben hier ein kleines Vorwort, wo wir ihn auch nochmal sehen. Und dann haben wir hier unterschiedlichste Kapitel. Wir haben Sumatra-Nashörnern, Orang-Utans liebe ich sehr, Königstiger würde ich super gerne mal sehen, Haie, Orcas, grundsätzlich die Fischerei, Kegelrobben, dann sind wir in Kanada, wir sind bei den Wiesenten. Dann geht es natürlich um den Urwald, um seinen Verein, dann geht es auch um gefährliche Missionen und auch um den Handel mit wilden Tieren. Also es ist harter, harter Tobak auch hier drin. Wunderbare Fotos, die wirklich eine wahnsinnig tolle Qualität haben, und ich finde es wirklich großartig, welche Momente er einfängt. Es sind nicht immer die perfekten Momente, aber es sind die perfekten Momente. Also erwartet nicht immer darauf, dass alles so gestellt perfekt aussieht, sondern den Moment, den er fotografiert, der ist perfekt. Versteht ihr, wie ich das meine? Das finde ich richtig, richtig toll. Ich hatte großen Spaß. Es gibt wahnsinnig viele Informationen zu den Tieren, wie auch aktuell ihr Status ist, ob man noch was retten kann oder nicht. Ich liebe auch Kegelrobben. Da habe ich das Bild habe ich auch schon als Postkarte an der Wand hier hängen. Und ich glaube, da ist auch das Bild drin, für das er ausgezeichnet wurde, wenn ich mich nicht irre, zum Fotograf des Jahres. Ich glaube, das war mit den Kegelrobben. Richtig, wann war das?
im Jahre, ich bin mir gerade, ich habe das irgendwie verdrängt, irgendwo hat er das 2015 ein einmaliges Bild, stundenlanges Anpirschen, 14 Grad Wasser, National Geographic Fotograf des Jahres. Das ist sein Foto und das finde ich richtig, richtig gelungen. Also da wäre ich auch mal super gern. Es gibt auch ein cooles Hai-Foto, wo ich denke, ach, so möchte ich auch mal unter einem Hai tauchen. Ja, also wahnsinnig tolle Qualität, viele Infos, viele Begegnungen, viele Geschichten. Es ist auch hier ein QR-Code, da geht es dann zu einem YouTube-Video. Finde ich richtig, richtig toll. Ich habe das sehr genossen. Ich habe das wirklich inhaliert. Ich habe gelesen, Bilder geschaut, Bilder noch mehr geschaut, Videos geschaut. Für mich wirklich ein Highlight-Buch, was mir wahnsinnig viel Wissen gegeben hat, wo ich ja schon gefühlt denke, ach, eigentlich weiß ich ja schon fast alles. Hier sind Dinge dabei, die ich nicht wusste, die ich spannend fand, interessant fand. Ich mag die Leidenschaft, wie Robert Mark Lehmann Dinge erzählen kann, mit welchem Blick auf die Welt er unterwegs ist, wie er Dinge rüberbringt, und ich finde das wirklich großartig. Und ich finde gar nicht, dass er sich selbst darstellt. Er spricht eben über seine Erfahrungen, und wenn ein Mensch viel erfahren hat und viel erlebt hat, dann, also da, wenn er das erzählt, dann ja. Also ich finde ihn sehr sympathisch. Ich mag seine Leidenschaft. Ich mag, wie direkt er ist und wie er eben auch Dinge einfach mal auch so vor veränderte Tatsachen stellt. Und ich finde, das muss beim Klimaschutz und Tierschutz muss das eigentlich viel öfter geschehen. Es tun nur gefühlt einfach so wenige, die irgendwie in diesen Positionen wären. Also für mich wirklich ein absolutes Highlight-Buch, was mich zum Schmunzeln gebracht hat, zum Staunen, was mich wissender gemacht hat, aber auch zum Weinen gebracht hat. Also ich habe auch wirklich so die ein oder andere Momente, gerade bei den Orang-Utans oder diesem ganzen Tierhandel, das ist für mich wirklich schwerer Tobak, wo ich sage, das geht mir emotional wirklich sehr, sehr, sehr nah. Also da ist dann ein Zoo ja eigentlich fast nichts dagegen, wobei möchte man ein Leben lang in Gefangenschaft sein. Darüber hat er nicht gesprochen. Aber ich glaube, da ging es dann, er hat, glaube ich, bei dem Handel mit Tieren, ja, da hat er dann auch zum Beispiel über die Aquaristik gesprochen. Also eine wahnsinnig große Empfehlung von mir an euch. Ich meine, Weihnachten steht vor der Tür. Wenn ihr jemanden beschenkt, der sich dem Tierschutz, dem Umweltschutz verrufen hat, war das jetzt gutes Deutsch, der da Freude dran hat an tollen Bildern, an informativen, und ich finde wirklich die Haptik, die Qualität, also man muss ehrlich sagen, so vergleichsweise zu anderen Bildbänden, die ich in meinem Leben in der Hand hatte, ist das wirklich eine bombastische Qualität zu diesem Preis, und ich hätte dafür auch doppelt so viel ausgegeben, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe da hinten ja ein Bildband von Michael Martin über Wüsten, und der hat, glaube ich, auch 45 Euro gekostet, wenn es nicht D-Mark waren. Ich bin mir gerade ganz sicher, ist relativ alt, der steht irgendwo dahin. Nee, es waren, glaube ich, schon Euro. Und der hat natürlich so ein bisschen diese Hochglanzfotografie, und Hochglanzseiten sind natürlich teurer als jetzt, sage ich mal, diese matten Seiten. Aber ich finde das von der Haptik wunderschön, und man wird dazu, oder ich werde dazu, ja, auf jeden Fall öfter greifen. Also wirklich, wenn ihr Weihnachtsgeschenke sucht oder Nikolausgeschenke oder was auch immer, oder euch auch einfach selbst beschenken wollt, so wie ich das gemacht habe, dann ist das wirklich eine absolute Empfehlung und ein großes, großes Highlight. So, genug geschwärmt. ja, ich bin wirklich froh, dass ja, ich da so ein Teil dieser Community bin und da auch einfach so viel mitnehme für mich und für meine Gedanken und für meine, ja, für mein Wohlbefinden, mich so in meinem Wandel sozusagen irgendwie zu finden und ja, da eben auch Gleichgesinnte irgendwie zu treffen, ne? Das ist ja durchaus auch sehr wichtig bei diesen, vielleicht für manche auch schweren Thema, oder ist ja auch oft ein Thema, wo einfach ganz viele Menschen in die Verdrängung gehen, aber also gerade Tierschutz, ja. So, das waren die drei Bücher, doch ganz unterschiedlich, und ja, bis auf Totalausfall bei ein paar 80%. Ja, fand ich es doch tatsächlich eine sehr schöne Bücherwoche samt Feiertag, der zumindest in Bayern ja dann am Dienstag war. Und ja, man da auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit hatte, die schöne Herbstwetter zu genießen. War dann ein bisschen regnerisch ab ja, Donnerstag, Freitag. Aber sonst genießen Weasley und ich und ja, wir definitiv unsere schönen Runden draußen. Und ja. So, jetzt bin ich natürlich neugierig, wie euer Start in den November war. Was habt ihr gelesen? Was war euer Highlight? Was war euer Flop? Und ja, lasst mich das gerne wissen. Lasst uns da in den Austausch gehen, besonders zu dem Thema, wie würdet ihr euren letzten Tag irgendwie verbringen, wie ihr euch das so vorstellen könnt, ob ihr das überhaupt wissen wollt oder nicht. Würde ich mich freuen, wenn wir da ein bisschen
in den Kommentaren drüber sprechen. Alle Infos unten in der Infobox. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein tolles Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.